freue mich sehr, dass es gelungen ist, die Ausstellung typisch des Jüdischen Museums Wien und des Jüdischen Museums Berlin hier nach München zu holen. Typisch Klischees von Juden und anderen ist damit eine Ausstellung über das Sehen, die Wahrnehmung, die Ordnung und Zuordnung von Bildern und Dingen, die das Fremde und das Eigene zum Thema haben, ohne mit dem pädagogischen Zeigefinger für den Besucher entscheiden zu wollen, was das Richtige zu sehen ist, was die richtige Wahrnehmung, Ordnung und Zuordnung denn sein sollte. Gegenstand der Ausstellung typisch Klischees von Juden und anderen ist das Bild, vor allem das dumme Bild, das verzerrte, das vereinfachte Bild vom anderen, das sich als Stereotyp in unsere Köpfe, wie auch in unsere Herzen hineingefressen hat, unsere Sinne gefesselt hält und uns zu geistigen, wie auch emotionalen Sklaven unserer eigenen Vorurteile macht. Als wir die Idee hatten, diese Ausstellung nach München zu bringen, war ja noch gar nicht bekannt, dass Deutschland sich abschaffen will. Also es war lang vor der Sarrazin-Debatte und wir waren sehr erstaunt, dass im Sommer diese Debatte losging, weil diese Ausstellung ganz viele Punkte anspricht, die wir in dieser Ausstellung zeigen, wie stark Vorurteile und Stereotypen sind, wie sie ein Stück weit auch zur Identitätsfindung notwendig sind. Aber die Ausstellung zeigt auch, wo sie kippen können. Hier geht es um den ewigen Juden. Das ist eigentlich eine Legendenfigur, die seit dem Mittelalter in Europa auftaucht und die Legende erzählt, dass der ewige Jude ein Schuster aus Jerusalem ist, der am Kreuzweg vor seiner Werkstatt sitzt, als Jesus mit dem Kreuz vorbeikommt. Jesus will sich auf die Treppe setzen, der Schuster verweigert ihm das Niedersetzen und Jesus sagt zu ihm, ich werde weiter wandern, aber auch du wirst wandern bis ans Ende deiner Tage, die aber nicht kommen werden oder so ähnlich. Und so wird der ewige Jude verdammt, dass er nicht sterben kann und immer wandern muss. Und es gibt ein Monumentalgemälde, eine Auftragsarbeit von König Ludwig, Wilhelm Kaulbach, die Zerstörung Jerusalems. Bis dieses Bild kann man der ewige Jude eigentlich immer ein Sagenbild. Und Kaulbach hat es geschafft, ihn zu einer antisemitischen Figur zu machen. Und hier haben wir ein Video, so ist die Ausstellung immer aufgebaut, immer ein historisches Objekt, eine moderne Intervention und irgendein Alterskulturgegenstand. Und hier haben wir ein Lied von George Buster Key, der über sich selber als wandernden Juden singt. Hier haben wir noch ein kleines Spiel für unsere Besucher gemacht, nämlich eine Vitrine, in der antisemitische Figurinen sind, aber man kann die Beschriftungen wegdrehen. Also hier steht jetzt zum Beispiel dort polnischer Jude mit Münze, aber wir sehen, das ist kein polnischer Jude mit Münze. Jetzt kann man so lange hier drehen, bis man den findet, der da drinnen sitzt. Und ich schaue, ob ich ihn überhaupt finde. An den 49 jüdischen Nasen kann man besonders gut sehen, dass alles, was als typisch jüdisch gilt, durchaus nicht typisch jüdisch ist. Wie man weiß, war Cyrano de Bergerac ein Megagoy und hatte eine Nase, die hier sehr gut gepasst hätte. Es heißt ja auch, Juden sind wie andere Menschen, nur mehr so.